Herzlich willkommen zu Folge 155 meines Fitbit Infinity Evolved Expertenmodus Let's Plays. In der letzten Folge haben wir uns eine wunderschöne Wyvern-Rüstung gemacht, dieses Teil hier, und sie vervollständigt und uns angeschaut, wie man die ganze Rüstung aufwertet. Und in dieser Folge möchte ich gerne das erste Mal den Enderdrachen wiederbeleben und euch dann zeigen, wie ihr die verbesserte Version von normalem Draconium, nämlich Awakened Draconium, herstellen könnt. Zuerst einmal könnt ihr euch aber vielleicht etwas auffallen, wenn ich jetzt hier so ein paar Kisten mal öffne. Und zwar habe ich etwas getan, das ich eigentlich schon vor Ewigkeiten hätte machen müssen. Mit meinem alten Rechner ging das damals gar nicht, obwohl mein Headset das schon relativ früh konnte. Mein neuer Rechner kann es schon seit einer Weile, ich habe es auch schon seit einer Weile richtig eingestellt. Nur bei OBS habe ich es erst jetzt vor kurzem gemerkt, dass diese Einstellung überhaupt existiert. Nämlich habt ihr jetzt auch Surround Sound in den Aufnahmen. Ja, ich habe ja schon seit einer ganzen Weile sie meinen Surround Sound dank meines tollen Headsets, das ihr auf der Website nachgucken könnt, welches das ist, falls euch das interessieren sollte. Und ihr hattet aber die ganze Zeit nur Stereo. Und ich weiß jetzt nicht, ob OBS das immer runtermixt auf Stereo, also halt alle Channel in zwei zusammenfasst, oder ob wirklich nur die zwei Stereo-Channel des Surround Sounds aufgenommen wurden. Da bin ich mir tatsächlich nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall habt ihr jetzt auch 7.1 Surround in halt der Aufnahme und wahrscheinlich auch im Stream, wenn das denn funktioniert. Angeblich soll es bei Twitch funktionieren. Ob das mein Internet mitmacht, ist eine andere Sache. Wir werden es sehen, sprach der Blinde und rannte gegen die Mauer. Autsch. Ich bin nicht mal blind. Und damit zurück ins Studio. Stimmt, verdammt. Ja, wir müssen das leider alles alleine machen. Und wir wollen uns jetzt um das Drachenritual eben kümmern, um den Drachen wiederzubeleben. Und dafür brauchen wir einige Sachen. Und was genau wir brauchen, können wir im Draconic Evolution Information Tablet nachgucken. Das craftet ihr so mit Stein und in Draconic Dust. Und das habe ich hier jetzt schon aufgeschlagen. Dieses Teil ist eigentlich ganz praktisch, da könnt ihr eine Menge Sachen drin nachgucken. Das Einzige, was ich ein bisschen witzig finde, ist, dass es sich irgendwie wiederholt. Also wenn wir jetzt mal runterscrollen, ganz langsam, seht ihr, da sind jetzt die Sachen hier. Wenn wir mal ein bisschen weiter scrollen, haben wir exakt die gleichen Sachen nochmal. Und exakt die gleichen Sachen nochmal. Und exakt die gleichen Sachen nochmal. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, der Typ kann nicht so gut Guides programmieren, wie er Texturen machen kann, aber naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall aber können wir das Ritual of Draconic Resurrections angucken und können dann sehen, was wir alles brauchen. Und das habe ich mir natürlich alles schon angeguckt und alles schon mal bestellt. Wir haben noch zwei Ressourcen, die wir noch nicht kennen. Und zwar erstmal Pillar Quartz Blocks, die sind immer ganz einfach, wie ihr seht. Zack, haben wir die. Und natürlich auch noch die Charged Draconium Blocks, die wir da eben brauchten, wie ihr gerade wahrscheinlich gesehen habt. Da, Charged Draconium Blocks. Die wiederum bekommen wir, indem wir Draconium Blocks einfach in unser Inventar packen. Ja, Wireless Charger for the win. Aber das ist natürlich ein bisschen langsam. Und deswegen wollen wir natürlich eine schnellere Variante. Und die schnellere Variante ist, wir nehmen ein Cryo Stabilized Flux Duct, wir nehmen eine Capacitor Bank, die 600.000 pro Tick ausgeben kann, und wir schmeißen einfach einen Draconium Block hier rein. Skidoosh. Und Alter, sieht das geil aus. Wie gesagt, der Typ kann echt gut Texturen programmieren, aber anscheinend keine Guides. Damit ist aber unsere Capacitor Bank bald leer, denn ich habe das Ganze schon ein paar Mal gemacht. Hab mich schon gewundert, warum mein Reaktor nicht anspringt, aber ja, stimmt, die Energie war bis jetzt niedrig. Jetzt springt nämlich die Quarry aus und der Reaktor an. Sollte zumindest gleich anspringen. Wahrscheinlich tut er das gerade, deswegen geht die RF gerade hoch, ne? Ja, der Reaktor springt gerade an, wir bekommen langsam aber sicher ein bisschen mehr RF und Capacitor Bank sollte sich nach einer kurzen Weile wieder füllen. Aber es wird nicht reichen, um die Dinger hier weiter voll zu machen. Das heißt, ich muss leider irgendwann mal einen größeren Energiespeicher bauen und das reicht auf jeden Fall nicht. Aber um das mal ganz kurz noch einmal umzubauen, wollen wir natürlich noch Folgendes machen. Wir wollen einen Charged Draconium Block und wir wollen einen normalen Draconium Block. Da, genau. Toll, der ist natürlich jetzt auch schon angefangen zu chargen. Heißt, wir müssen den mal mit reinnehmen und jetzt brauchen wir nochmal einen, der nicht chargt. Verdammt, wie kriegen wir einen nicht gechargt? Ach egal, wir können das ja ganz einfach machen. Und zwar wollte ich das nochmal kurz ans Crafting Pipe System anschließen, indem wir sagen, hey, inputte einen Draconium Block, und das können wir nämlich ganz einfach machen, indem wir einfach so machen. Hier, Draconium Block, bitte sehr. Und Output gibt einen Charged Draconium Block. Fertig. Das sollte schon funktionieren. Das sollte schon alles sein. Und den Rest muss er dann halt selber machen. Und die drei schmeiße ich halt erstmal hier so rein. Dann muss er die halt nach und nach machen. Ich weiß gar nicht, wie viele RFs sind das? Drei Stellen. Nochmal drei Stellen. 100. 100 Millionen? Sehe ich das richtig? 100 Millionen? Das ist echt schwer zu zählen auf dem Bildschirm. Sieht aber nach 100 Millionen aus. Oder 10 Millionen? Nee, 100 Millionen. Also 100 Millionen RF. Oder? Keine Ahnung, könnt ihr nochmal in die Kommentare schreiben. Ich kann das jetzt echt sehr schwer lesen. Na, aber es müssten 100 Millionen sein. Und deswegen ist die Capacitor Bank auch einfach leer. Denn ja, ihr seht ja schon, die hat nur 600 Millionen RF.
Ja, genau, ich kann nur 600 Millionen RF und das Ding braucht jeweils 100 Millionen RF, deswegen kann ich auch genau 6 Stück von den Dingern machen und dann ist dieses Ding leer. Zum Glück ist unser Reaktor relativ schnell, deswegen wird die halt trotzdem irgendwann voll. Und vielleicht habe ich mich doch getäuscht, das sind nur 10 Millionen, aber eigentlich dürfte die Capacitor Bank dann nicht so schnell leer werden, also müsste das eigentlich passen. RTFM, RSGE, RTFM. Gut, und wenn ich so viel labere, werden die Teile hier schon so wunderbar voll. Das heißt, die 3 Millisekunden, die das jetzt noch dauert, können wir auch nochmal warten. Wunderbar. Gut, dann haben wir jetzt, was wir brauchen an Charged Draconian Blocks und an anderen Sachen. Es fehlt immer noch ein einziger Block. Und zwar der Resurrection Stone an sich, der in die Mitte kommt am Ende. Und dafür brauchen wir auch ein paar Sachen, nämlich einen Draconian Block, 4 Wyvern Cores und 4 Mob Souls. Und wir haben exakt 0 Mob Souls. Wie bekommen wir also Mob Souls? Und wenn wir einfach mal ins System gucken, wir haben keine Mob Souls. Und wenn wir einfach mal versuchen, ich weiß gar nicht, wo sind die Mob Souls? Die sind doch von Draconic, warum finde ich die nicht? Mob Soul, okay, einmal Steuerung. Haben wir nicht. Heißt, wir müssen uns welche besorgen. Wie geht das? Gucken wir uns doch mal an. Also, für unsere Mob Souls brauchen wir ein bestimmtes Enchantment. Das steht anscheinend nicht einmal dran, was ich ein bisschen witzig finde. Und zwar brauchen wir dafür das Reaper Enchantment. Und umso höher das Level des Reaper Enchantments, umso wahrscheinlicher bekommt ihr eine Seele. Nun seht ihr, ich habe meine Bound Blade schon lange mit Reaper Enchantment, auch schon von einer ganzen Weile, und habe noch keine einzige Seele bekommen. Ja, ich meine, so viel benutze ich die jetzt auch nicht, aber trotzdem finde ich es ein bisschen komisch. Aber daran seht ihr auch ein bisschen, wie selten die sind. Um aber noch ein bisschen leichter daran zu kommen, denn das Ding macht ja wirklich verhältnismäßig wenig Schaden, nehmen wir uns doch unser Sword of the Wyvern und ein paar Enchantments und schmeißen die auch auf unser Sword of the Wyvern. Und zwar drücken wir J oder was auch immer es bei euch die Taste ist. Ich weiß gar nicht, was die Standardtaste ist. Bei mir ist es jedenfalls J. Klicken auf das Schwert. Attack AoE lassen wir auf 333 oder 3x3 vielmehr. Und dann klicken wir hier stattdessen auf Item Inventory. Und dann seht ihr hier, können wir Enchantments einfach so reinlegen. Und das tun wir jetzt auch, indem wir Soulbound reinlegen, nachdem wir als erstes natürlich Sharpness reinlegen, denn ich bin immer noch perfektionistisch. Dann Reaper, dann nehmen wir als nächstes Looting, dann nehmen wir XP Boost, das nicht darauf kann, und dann nehmen wir Soulbound. Okay, das geht dann noch drauf. Dann kann ich stattdessen vielleicht Decay raufschmeißen oder Knockback. Gucken wir mal ganz kurz. Decay, geht Decay? Wir haben sogar noch ein Decay Buch, das ist natürlich schön. Heißt, wir gucken einfach mal. J, zack, zack. Und können wir da Decay draufpacken? Wunderbar. Und dann Soulbound. Und jetzt ist das Soulbound-Buch einfach mal dupliziert. Hä? Was? Was hat denn der jetzt gemacht? Hat das jetzt einfach dupliziert oder hat das nicht reingelegt? Doch, hat's da rein. Okay, Desync. Desync. Okay, gut, dann ist es nur ein Desync. Ich dachte gerade, das wäre einfach dupliziert. Und damit haben wir ein Sword of the Wyvern mit schönen Enchantments drauf. Wir können zwar nicht so viele Enchantments draufpacken wie auf unser Bound Blade. Zumindest glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie versucht, das so zu enchanten. Oder habe ich das mal versucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich, ist es ewig, dass ich das letzte Mal mit Draconic gearbeitet habe. Und so könnt ihr aber halt witzigerweise übrigens auch enchantete Bücher farmen. Denn wenn ihr das enchantet, also in einem Table enchantet, falls das überhaupt geht. Bevor ich hier Scheiße labere, wisst ihr was? Bevor ich hier Scheiße labere. Ich bin der Meinung, es geht, aber Vertrauen ist gut, doch Kontrolle ist besser. So. Sagte schon mein Großvater. E-Mail für dich, Trojaner. Und da seht ihr es übrigens, das funktioniert wunderbar. Okay, wir können es also enchanten. Jetzt drücken wir mal J, öffnen es und gucken ins Inventar. Und jetzt können wir sogar einfach die Bücher rausnehmen. Das heißt, so können wir enchantete Bücher farmen, ohne dass wir Bücher dafür brauchen. Das ist total geil. Zumindest, wenn wir uns die Arbeit machen wollen, jedes Mal manuell rauszunehmen. Sonst müssen wir trotzdem noch Bücher haben. Ist ja klar. So, die schmeiße ich jetzt einfach mal hier mit rein, weil die nicht sortiert sind. Da bin ich jetzt auch zu faul zu. Stattdessen nehmen wir die nochmal schnell wieder da rein. Nochmal hier gezeigt. Müssen wir manuell reinlegen. Shift geht leider nicht. Okay, zack, 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 zack. Wunderbar. Dieses Mal hat das auch nicht desynced. Jetzt haben wir eins zu Dr. Wyvern mit wunderschönen Enchantments. Und das wird jetzt erstmal unser Schwert, bis wir was anderes haben. Dann nehme ich nochmal meine Bound Blade, einfach nur zum Vergleich. Und dann brauchen wir nochmal unseren Bag hier. Und da schmeiße ich die beiden hier nochmal rein, damit die nicht im Weg liegen. Ups, wollte ich gar nicht sortieren. Eigentlich da und da, bitte. So, wunderbar. Dann gehen wir mal raus und gucken, was wir mit den Viechern anstellen können. Schauen wir doch einfach mal. Wir haben unsere Bound Blade und wir klatschen einfach mal einen Creeper tot. Und bekommen natürlich eine Weak Bloodshot, aber halt leider keine Mob Soul. Noch nicht zumindest. Ich weiß natürlich nicht, ob wir vielleicht noch eine bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber relativ gering. Jetzt gucken wir doch einfach mal, ob wir vielleicht mit unserem Wyvern Sword ein bisschen mehr Glück haben. Heißt, oh! Ja, komm, Klatschi. Klatschi. Aber auch da bisher relativ wenig Glück. Ich weiß nicht, ob Looting das Ganze verändert, aber ich habe ja auch Looting drauf, also so ist es ja nicht.
Heißt, ich werde jetzt einfach eine Weile rumlaufen müssen und einfach mal random Viecher bringen müssen, denn ich habe keine Ahnung, wie viel ich töten muss. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Den Spruch habe ich auch oft genug gebracht, ne? Gut. Also bisher habe ich mal so gar kein Glück. Ich bin die ganze Nacht hier in der Wüste rumgelaufen, habe versucht, Viecher zu töten und ich habe noch nicht eine einzige Mobsoul bekommen. Aber ich habe einen Spawner gefunden und dabei ist mir eine Idee gekommen. Und zwar können wir uns jetzt, da wir ja so viele Netherstars haben, einen sogenannten Porter-Spawner bauen. Bisher haben wir Spawner ja immer einfach nur abgebaut und dann Broken-Spawner bekommen, die wir dann nutzen konnten mit Ender.io, um dann Energy-Spawner draus zu machen, also Powered-Spawner. Oder wir haben halt gleich die Mindfactory-Loaded-Mob-Spawner benutzt mit der Mob-Essenz. Aber es gibt noch eine weitere Methode, um Mobs zu spawnen, die noch wesentlich schneller ist als anderen beiden und noch wesentlich weniger kostet. Und zwar Draconic Evolution. Dafür aber brauchen wir einen vollständig heilen Monster-Spawner und nicht irgendeinen. Und mir fällt gerade auf, ich könnte das auch anders machen, aber ich möchte euch diesen Weg einfach mal zeigen. Und zwar können wir den Porter-Spawner eben jetzt bauen aus diesen Ressourcen hier oder auch mit natürlich von den Expansion-Ressourcen und die sind teurer, finde ich. Also nehmen wir uns dieses Ding und rechtsklicken das auf den Spawner. Und jetzt haben wir den Spawner mit. Da seht ihr schon, Monster-Spawner, Zombie. Und dann steht da noch bei, cannot place for so und so viel Seconds. Wahrscheinlich ist das, damit man nicht aus Versehen den nochmal setzt. So, und dann halt das Aussehen kaputt geht, wenn man den noch gar nicht halt benutzt hat. Ich denke mal, das ist der Sicherheitsmechanismus, der dahinter steckt. Denke ich mal. Wahrscheinlich. Vielleicht. Und nun können wir das Teil nach Hause nehmen und dann etwas damit machen, was ich von Anfang an da machen kann und mir den Porter-Spawner hätte sparen können, aber ich wollte es jetzt auch einfach mal zeigen. Und dann schauen wir uns mal an, ob uns das vielleicht ein bisschen hilft. Also porten wir uns mal schnell nach Hause, denn ich habe ja einen Homeport, den ich jedes Mal wieder vergesse und jedes Mal will ich wieder nach Hause fliegen. Deswegen benutze ich das jetzt auch gerade bewusst on camera, um zu zeigen, hey, ich weiß noch, dass es den hier gibt. Und dann bewegen wir uns irgendwo mal hin, wo wir ein bisschen Platz haben und möglichst was Mob-Farm-ähnliches. Vielleicht hier. Das ist eigentlich ein ganz guter Platz. Hier sieht das ganz gut aus. Und dann stellen wir den Spawner hier an die Decke. Meinetwegen, mir doch egal. Und jetzt seht ihr, der Porter-Spawner ist kaputt. Und wir bekommen den auch nicht wieder, denn der ist halt jetzt endgültig kaputt. Den müssen wir jedes Mal neu craften, wenn wir einen Spawner bewegen wollen. Was wir aber machen können, ist, wir können diesen Monster-Spawner gleich mit etwas aufwerten. Ich warte nur gerade noch darauf, dass dieses Teil kurz aufgeladen wird, denn sonst vergesse ich das vielleicht mal und ist vielleicht Energie mal leer. Und zwar können wir einen Draconic Core nehmen. Und da seht ihr es nämlich auch schon. Crafting Component can be used to stabilize Mob Spawners. Und das ist genau, was ich jetzt tun möchte. Also, gucken wir uns mal ganz kurz an. Den Draconic Core, der jetzt bitte schnell gecraftet wird. Danke. Und rechtsklicken den auf den Mob Spawner. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir einen Stabilized Mob Spawner. Und ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass wir den jetzt auch mit der Spitzhacke abbauen können. Nachdem ich einmal ganz kurz das Schwert hier disabled habe und mal weggeschmissen habe und mir eine Spitzhacke wieder rausgeholt habe. Und ja. Perfekt, wir können jetzt das Mobspawner einfach so abbauen und können ihn dann auch wieder hinsetzen. Wunderbar. Und dann seht ihr schon, wenn wir jetzt rechtsklicken, das Ding ist ein Mob-Type-Zombie eben noch gewesen. Das Shit. Verdammt! Okay, das wusste ich jetzt nicht. Was nämlich gerade passiert ist, ist, dass wir den Spawner zwar abbauen konnten, jetzt aber eine Mob-Soul brauchen, um ihn wieder zu aktivieren auf irgendeinen bestimmten Mob. Yay! Sich einen neuen Spawner suchen. Und ganz zufällig habe ich noch einen weiteren Monster-Spawner für Zombies bekommen, den ich jetzt wieder mit einem Draconic Core aufwerten kann zu einem Stabilized Mob-Spawner. Und dann habe ich nochmal ein bisschen nachgelesen im Draconic Tablet, was das dann alles so schönes hier heißt. Und da steht es auch nochmal extra: When breaking it, you will get back everything except the mob soul, since it's too fragile. Juhu! Und man braucht eigentlich übrigens Draconic Tools, nur unsere Spitzhacke hat so ein hohes Mining-Level, dass sie als Draconic Tools zählt für den Spawner, was ich einfach nur total geil finde gerade. Denn da seht ihr schon, Harvest-Level ist halt Kobold. Normalerweise bräuchte man dafür Wyvern-Spitzhacken, aber wir haben halt einfach eine zu gute Spitzhacke aus Tinkers. Finde ich gerade einfach nur cool. Auf jeden Fall aber können wir nun diesen Monster-Spawner aber natürlich noch aufwerten. Ihr seht, halten wir einfach nur so da drauf, können wir sehen, Mob-Type ist Zombie. Requires Player is True, das heißt, wir müssen als Spieler in der Nähe sein. Ignore Spawn Requirements is False, das heißt also, es müsste zum Beispiel dunkel sein. Denn Spawn Requirement für einen Zombie, wenn damit ein Zombie spawnt, muss es ja eigentlich dunkel sein. Und deswegen spawnt halt jetzt auch gerade keiner, weil es halt hell ist hier drin. Es ist halt, wie ihr seht, da ist ein roter Fleck, aber ansonsten ist hier drin hell. Warum auch immer dieser eine rote Fleck eigentlich da ist, aber
hey, ist auch egal, darauf spawnt er jedenfalls nichts. Und der Spawner ist Tier 1. Wenn wir jetzt Shift drücken, können wir sehen, was wir brauchen, um die Sachen aufzuwerten. Für Recon als Player brauchen wir Netherstar. Wir wollen den aber momentan dann nur als manuellen Mob-Spawner verwenden und deswegen brauchen wir den Netherstar für den jetzt momentan nicht. Weiterhin, Ignore Spawn Requirements, brauchen Notch Apple. Das ist dieses Ding hier natürlich, der enchantete goldene Apfel. Ich nenne ihn, glaube ich, auch eigentlich immer Notch Apple, aber keine Ahnung, vielleicht nenne ich ihn auch einfach Goldblock-Apfel oder so. Ich weiß auch nicht, wie ich den eigentlich nenne. Aber auf jeden Fall, Rechtsklick da drauf und die ersten Zombies spawnen. Batsch! Einmal umgebracht. Wunderschön. Und während wir hier die ersten Zombies spawnen haben und ihr seht, wie schnell die Viecher spawnen mit dem ersten Tier, können wir uns nochmal ganz schnell anschauen, wie das mit den Mob Souls ist. Denn ich habe mal ganz kurz auch da nachgelesen, denn ich habe ja keine bekommen. Und zumindest laut diesem Teil hier bekommt man mit Draconic Weapons, also mit Draconic Waffen, schon von alleine manchmal Mob Souls, also schon ganz selten so Mob Souls. Und mit dem Reaper Enchantment, das irgendwo hier unten sicherlich auch noch steht. Da, Reaper Enchantment. Da bekommen wir eine höhere Chance und außerdem können wir damit eben auch mit normalen Waffen Seelen droppen haben. Heißt also, normalerweise braucht man Draconic Tools, wenn man einfach nur so Seelen haben will. Aber wenn man eben das Reaper drauf hat, dann erhöht es die Chance und erlaubt auch normalen Waffen, also wie zum Beispiel eben unsere Bound Blade, Seelen zu droppen. Nur sind die anscheinend so ähnlich selten, dass ich selbst mit Reaper 5 und einem Draconics oder zumindest Survivor Sword irgendwie keine bekomme. Aber naja, dafür müssen wir halt noch Viecher töten. Und während wir hier so stehen, habt ihr gesehen, haben wir zwei kleine Wellen Zombies bekommen, die ganz okay waren, aber die doch ein bisschen klein sind, ne? Und warum die übrigens zwischendurch sterben, ist natürlich, weil ich die Grinder nicht ausgeschaut habe und auch zu faul bin, sie auszuschalten für sowas. Heißt also, die bleiben jetzt einfach an. Heißt, um jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit in das Ganze reinzubringen, schmeißen wir noch einen Wyvern Core da drauf. Denn ihr seht schon, Tier 2 braucht einen Wyvern Core. Yippie! Und jetzt könnten wir noch einen Awakened Core drauf schmeißen, weil wir haben keinen Awakened Core. Denn Awakened Core, wenn wir mal ganz kurz nachgucken, braucht natürlich ein Awakened Draconium Block. Und den haben wir leider nicht. Denn Awakened Draconium braucht ja den Drachen. Und das versuchen wir ja gerade. Deswegen müssen wir jetzt Mob Souls bauen. Ich weiß echt nicht, wie man die sinnvoller farmt. Da muss ich gleich mal googeln, ob es nicht eine sinnvolle Möglichkeit gibt, um Mob Souls zu farmen. Denn ansonsten ist das hier ganz schön langsam. Aber ihr seht schon, dass eben die Zombies wesentlich schneller spawnen. Ihr seht, die bekommen wesentlich häufiger Zombies. Und ich glaube auch ein, zwei mehr. Heißt also, das ist schon mal ein bisschen besser, wenn wir das machen. Und natürlich können wir einen Lever dran setzen. Und damit können wir den Spawner komplett ausschalten. Auch sehr, sehr praktisch. Und nicht überhaupt nicht OP. Denn das Ding braucht halt sonst nichts. Ihr seht jetzt ja schon, wir brauchen einmal Ressourcen, okay, aber danach macht es unendlich viele Monster. Die hier brauchen wenigstens dauerhaft Ressourcen. Der hier stellt hier hin und spawnt. Das ist höchst effizient. Ich meine, gut, Cursed Earth ist nichts anderes, aber das Ding hier lässt euch tatsächlich jeden beliebigen Mob, von dem ihr einmal eine Seele bekommen habt, unendlich viel spawnen. Und wenn ihr einmal einen Awakened Core Mob Spawner gesehen habt, ist es Stabilized Mob Spawner mit Awakened Core, was denke ich vielleicht schon einige von euch haben, und ansonsten zeige ich das auf jeden Fall auch nochmal. Dann werdet ihr nicht mehr sagen, dass Draconic Evolution irgendwie gerechtfertigt hat, diesen Spawner irgendwie gut einzubauen. Alter, effing Schwede, das ist unglaublich. Cursed Earth spawnt ja schnell, aber naja, wir werden es sehen. Und nochmal ganz schnell auf Google nachgeschaut, / auf ftbwiki.org natürlich, denn Google benutze ich ja nicht einmal. Sagen wir, wir haben eine 1 in 1000 Chance, dieses Teil zu bekommen, also eine Soul zu bekommen von einem Monster. Und mit Reaper 5 natürlich eine höhere, und deswegen wundert es mich, dass ich noch immer keine einzige Seele bekomme nach so vielen Viechern. Und alter Schwede, haben wir viele nutzlose Rüstung. Yippie! Rüstung, die man nicht braucht. Und damit das manuell langsam zu langweilig wird, bestelle ich mir mal eben einen Netherstar. Denn damit können wir die Player Requirements abschalten. Und ich habe mir mal eben etwas Cooles aus Thormic Tinkering, ist es glaube ich, gecraftet? Genau, Thormic Tinkerer. Und zwar das Dynamism Tablet. Das Teil kostet 2 Gold-Ingots, 3 Eisen und einen Golem Animation Core, den kennt ihr glaube ich schon. Und ist wunderschön. Autonomous Activator. Genau, Autonomous Activator aus Thermal Expansion kennt, der weiß, was das Dynamism Tablet macht. Denn es macht das gleiche. Yippie. Ist nur einfach ein bisschen cooler vom Aussehen her, gerade wenn ihr ein Schwert reinpackt. Deswegen habe ich mir das gecraftet. Und es ist natürlich eigentlich sogar ein bisschen billiger, wenn wir uns das mal anschauen. Heißt, wir schmeißen jetzt erstmal Netherstar hier rein, damit wir die Player Requirements abschalten. Töten hier noch ein paar Viecher und hey! Hey! Kaum will ich es automatisieren, kommt die erste Mob-Soul. Das ist doch schon mal schön. Dann aber wollen wir jetzt das Dynamism Tablet erstmal nehmen. Wollen wir letztes Mal, keine Ahnung, nachdem wir mal die Viecher hier gekillt haben. Komm! So, und dann machen wir mal ganz kurz aus, denn sonst nervt das hier ja. Zack, komm, stirb, danke. So, dann nehmen wir uns unser Dynamism-Tablet, schmeißen das hin
Und dann seht ihr schon, das Teil kann links klicken, rechts klicken und kann von Redstone konstruiert werden. Ich glaube, es gibt keinen Shift-Rechtsklick, das heißt, ihr könnt kein Shift einstellen, was natürlich in Anführungsstrichen ein Nachteil ist im Vergleich eben zum Autonomous Activator, aber dafür braucht das Teil hier keinen Strom und ist ein bisschen leichter eigentlich so gesehen sogar zu craften, zumindest in diesem Pack sogar fast. Und jetzt können wir unser Draconic-Schwert da reinlegen und ich hoffe, jetzt baut er nicht irgendwelche Sachen ab. Okay, tut er nicht, wunderbar. Und wenn wir jetzt davor gehen, dann sollte er sich eigentlich dazu bewegen lassen, mich zu schlagen, was er aus irgendeinem Grund nicht tut. Oder doch? Nein? Okay. Doch, wenn ich drauflaufe, zack, klatscht er mich. Okay, von der falschen Seite. Dann drehen wir es einmal um. Ist ein bisschen dämlich, dass es jetzt falsch rum ist, aber hey. Dann drehen wir dich einmal um und machen einmal so. Jetzt gucken wir, ob das überhaupt funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe das noch nicht getestet. Und ansonsten müssen wir noch ein bisschen manuell rumlaufen. Gucken wir mal. Natürlich. Kommt her. Ja gut, wenn sie hierher kommen, dann läuft es. Dann funktioniert es. Aber das ist natürlich auch nicht gerade effektiv. Ah, das ist doch ein bisschen schwierig, ne? Aber es funktioniert. So schwachsinnig das ist. Ja, okay. Ich glaube, es ist leichter, wenn wir das manuell machen. Da kann ich also nur eins sagen. Die Idee war gut. Aber Lilis Arme waren zu kurz. Also verlängern wir doch unsere Arme. Ja, ich habe mal eben einen Mobspawner gebaut. Ich habe schon geplant, nochmal drei weitere Stabilized Mobspawner dahin zu bauen. Aber das wird nicht nötig sein, denn die drei Etheric Swords, die ich da jetzt habe, reichen immer noch nicht aus, um genug Monster zu töten. Denn ich habe halt einfach hier Etheric Swords genommen mit Sharpness 5, Reaper 5, Looting 3 und XP Boost 3. Das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, das habe ich disenchant, deswegen hat das Damage. Aber im Normalfall werden die Dinger niemals kaputt gehen. Das ist der Grund, warum ich die genommen habe. Die machen natürlich nur 12,25 Damage und machen keinen Areas of Effect, aber die werden halt niemals kaputt gehen und ich muss somit kein RF Reload System oder so einen Scheiß bauen. Und einfach mit drei Dynamism Tablets sollte das eigentlich ganz einfach und automatisch und vor allem eigentlich komplett ohne Kosten laufen. Also das ganze Ding hier braucht keine Energie. Der Stabilized Spawner läuft komplett ohne Energie. Die Dynamism Tablets brauchen keine Energie. Die Fans brauchen keine Energie. Und auch die Transfer Nodes brauchen keine Energie, die natürlich dafür da sind, um Items und Flüssigkeiten, also XP, abzupumpen. Wunderbar. Und das lasse ich jetzt laufen, denn angeblich soll das funktionieren. Bisher habe ich noch keine einzige Mobsoul bekommen, aber das heißt ja noch nichts. Denn, naja, eine Mobsoul habe ich nochmal verbraucht, um eben den Spawner umzubewegen. Denn dann, wie gesagt, die werden ja kaputt gehen. Das war ja dann ja ein bewusstes Zerstören und nicht ein Zeigen, dass man sie zerstören kann und dann nicht wissen, dass man das abbauen so haben kann. Und deswegen, naja. Auf jeden Fall aber habe ich trotzdem insgesamt jetzt vier Mobsouls. Wenn wir nämlich mal ganz kurz gucken. Mobsoul haben wir zwei Pack, einen Zombie und noch einen Blitz. Denn ich habe natürlich noch vorher eine Menge manuell getötet. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Nämlich können wir den Resurrection Stone damit bestellen? Funktioniert das? Können wir den jetzt einfach so autocraften oder gibt es da irgendwie ein Problem bei? Denn eigentlich könnte das so funktionieren. Schließlich haben wir die Mob Souls und ich habe den da hinten eingestellt, den Crafting Table auf Fuzzy. Heißt, mit ein bisschen Glück sollte das funktionieren. Natürlich nicht den, sondern da hinten ist der, oder? Ja, genau, hier ist der. Und der ist halt auf Fuzzy hier, auf Ignore NBT natürlich. Und das sollte vielleicht sogar funktionieren können. Natürlich müssen wir jetzt erstmal die Sachen craften, aber wir schauen mal. Hey, das hat einwandfrei funktioniert. Wunderbar, dann würde ich mal sagen, wir nehmen uns den ganzen Kram hier und schauen mal ganz kurz. Nummer 3, nein, 4 ist der End. 1, 2, 3, 4, zack, zack, zack und zack. Ich glaube, wir fliegen damit gerade in die falsche Richtung, oder? Nee, ich glaube, wir fliegen sogar richtig. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir da sind. Und nur noch mal so nebenbei, das hier ist die Quantenhandbremse. Also wenn ich die ziehe, ist die lose. Also, ich hab die lose und du dürftest diesen Sound nicht machen. Kannst du. Und in unserem wunderschönen Erdend können wir dann jetzt unser Ritual aufbauen. Dabei müssen wir einige Dinge beachten. Und zwar müssen wir erstens beachten, dass wir nicht weiter als 150 Blöcke von 000 entfernt sein dürfen. Was hier steht, genau, 150 Blöcke 000 oder halt generell erstmal 00, welche Höhe ist anscheinend egal. Und dann müssen wir dieses Layout da bauen. Und das Schöne ist, es ist vollkommen egal, wie ihr diese Pillars baut, denn ihr seht schon hier, sie müssen nur innerhalb von 5 Blocks vom Resurrection Stone irgendwie stehen. Heißt, wir können die auch einfach irgendwie bauen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel einfach, keine Ahnung, den Resurrection Stone aufbauen, dann halt
1, 2, 3, 4 Obsidian, 4 Glowstone an den Ecken. So, und dann könnten wir theoretisch gesehen, wenn das dann wirklich stimmt, was die da sagen, auch einfach sowas hier bauen. So, und dann so, 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 und so, 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 so. Keine Ahnung, irgendwas. Das müsste dann ja eigentlich auch gehen, das teste ich jetzt nur mal gerade. So, so, und so, so. Und jetzt müssen wir nur noch auf den Block hier rechts klicken. Und das dann wunderschön starten, dieses Ritual. Also, schauen wir doch mal, was passiert. Oh, das sieht fancy aus. Auf einmal fängt alles an zu brennen. Okay. Lalalala, ich habe nichts gemacht. Jetzt kommt hier irgendwelche Partikelzeug. Das macht nicht mal Geräusche, oder? Bis auf das Feuer? Macht das keine Geräusche? Das macht überhaupt keine Geräusche, ne? Oder habe ich das einfach nur leise gestellt? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das ganz schön. Ja. Da ist halt so ein roter Ball aus Partikeln. Der war ganz fancy aus, muss man ja lassen. Das sieht gar nicht schlecht aus. Und übrigens, was ihr dann auch noch beachten solltet, ganz wichtig. Wenn ihr noch einmal rechts klickt, da, dann sind eure Draconian Blocks hier leer und das Ritual wird abgebrochen. Das ist auch noch ganz wichtig zu wissen. Deswegen nicht nochmal rechts klicken, wenn ihr das schon einmal rechts klickt habt. Und, ha, jetzt passiert noch was anderes. Grüne Partikeleffekte, die da oben hinfliegen. Das rote Zeug, was jetzt da oben hinfliegt, und das sieht extrem geil aus, übrigens. Jetzt, oh, jetzt sind unsere ganzen Sachen weg. Okay. Und jetzt sind die Partikeleffekte da oben weg. Ah, jetzt sind die Dinger da wieder da. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit weggeflogen, dass das Ritual auf einmal aufhört. Nein? Okay, wunderbar. Da ist denn der Drachen. Woo! Und das sieht anders aus. Denn, natürlich muss es ja auch irgendwie cool sein, den Enderdrachen nochmal zu bekämpfen. Deswegen, Alter, guck dich mal an, wie der einfach aussieht. Der normale Sicht wisst ihr sicherlich, der war nur schwarz. Ich meine, da weiß doch, wie der normale Enderdrache aussieht und Alter. Sieht echt cool aus. Und zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das steht hier, glaube ich, nicht drin. Steht das hier drin? Doch, hier. Genau, it has a different texture than the original one. And it gets harder to kill and deals more damage each time that it's summoned. Also jedes Mal, wenn wir es, wenn wir das Viech umbringen, dann, dann wird es immer ein bisschen schwerer, bis zu einem bestimmten Limit, das hier auch nochmal irgendwo steht, genau. It stops, this increases this per player and stops when it reaches a certain difficulty. Also das Ding hat eine Max-Difficulty, die jetzt mal aber höher wird. Und außerdem hat das Ding für 25 Sekunden Regeneration, okay. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Einfach mal schnell die Kristalle zu zerstören. Das sind einfach nur Visual Bugs, da kann einfach nichts passieren. Dort könnt ihr einfach draufklicken und dann sind die weg. Ich weiß auch nicht, warum die da sind. Wahrscheinlich irgendwelche Render-Glitches. Also nicht nur wahrscheinlich, es sind garantiert irgendwelche Render-Glitches. Ich weiß nicht, warum die da sind. So gut bin ich dann auch wieder nicht, dass ich das weiß. So weit drin in Minecraft-Mod-Programmierung. Aber es ist ganz schön leise bei Gänse der Kampf. Ist irgendwie so nix an Lautstärke bei. Mir fehlt die Musik. Warte mal, haben wir Musik dafür? Ich habe doch Musik auf meinem... Verdammt, ich habe so wenige. Ich habe nichts Gutes, was ohne Copyright ist, glaube ich. Ich glaube, ich lasse das lieber mit Copyright und so weiter. Ich habe zwar ein paar coole Sachen, aber die lasse ich lieber im Stream, als sie jetzt abzuspielen, dann Copyright Strikes zu bekommen. Oder Strikes kriege ich ja nicht, man kriegt ja nur Warnungen, ey, das Lied ist copyrighted, nimm das bitte raus. Ich weiß gar nicht, wie man Copyright Strikes wirklich bekommt. Ich weiß halt nur, dass man, wenn man Lieder reinpackt, die copyrighted sind, dass man dann halt die, dass die Leute das Video nicht angucken können, bis man das Lied rausnimmt oder halt irgendwie was anderes reinpackt. Also tut mir leid, dass ich jetzt keine Musik darauf packen kann. Ich habe nämlich nichts, was nicht copyright-frei ist. Das ist immer witzig, wenn ich dann Stream-Worts hochlade. Und hey! Das war einfach. Blitz, 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 blitz. Piu! Und das Schöne ist bei ganz in diesem Herz da, was ihr jetzt auch noch seht, das Herz fliegt immer in euer Inventar. Egal, wo ihr seid. Also ihr könnt auch ganz gemütlich euch jetzt hier unten hinstellen und einfach die XP sammeln. Und ihr seht, ich habe jetzt gerade kein Herz im Inventar. Ich nehme auch mal den Epic Shader Grab Pack und mache den einfach mal auf. So, die 5 Yellow Hearts und das Draconium nehme ich natürlich gerne an. Die Level natürlich auch. Ich meine, Level nehme ich immer. Level sind immer gut.
Und man kann nie genug Level haben, das stimmt halt wirklich. Und selbst wenn man 2000 irgendwas in seinem XP-Obelisten hat, man kann nie genug Level haben. Und dann sollten wir gleich sehen, dass das Herz, wenn es endlich mal fertig ist, da oben in sein Inventar geht. Es dauert halt nur eine ganze Weile, bis es da oben fertig ist. Ist mal so ein bisschen langsam, das blöde Ding. Lalalala, warum steht hier eine. Warum steht hier ein Meta Receiver? Hab ich den da hingestellt? Hab ich den da hingestellt? Hat der irgendwas dran? Nö, okay, warum steht er da? Ich kann ihn jedenfalls abbauen. Und was ist da? Irgendwas ist da, was ich nicht abbauen kann. Toll. Das hilft. Wahrscheinlich irgendwie eine Energiezelle oder sowas oder ein Tesseract. Aber komme ich jetzt nicht dran. Bist du bald mal fertig da oben mit dem Herz? Oder ist das doch in der Version nicht, dass das so zu mir kommt? Okay, ich habe gelogen. Das ist dann wahrscheinlich in einer neueren Version. Okay. Da war der Mann, das war auch schon in dieser Version, aber anscheinend nicht. Gut, also das heißt, in dieser Version, in der 1.7.10, wo wir jetzt gerade spielen, müsst ihr das Dragonheart selber aufsammeln mit einem Magneten oder ähnlichem. Es kommt nicht direkt zu euch. Das wird dann wohl erst ab der 1.10 oder so sein. Das ist egal, das ist doch total geil. Egal, wo ihr in der Dimension seid, das Herz geht in euer Inventar. Aber das ist halt in der 1.7.10 nicht so augenscheinlich. Ich war der Meinung, es war so. Ich weiß auch nicht, warum. Und ich weiß nicht, wie ich an dieses Item wieder rankomme. Denn irgendwas ist da ja, aber ich komme da nicht ran, ne? 3A macht auch nichts. Hinblöcke setzen bringt auch nichts. Dann ist da wohl irgendwas. Kann ich gerade mal ganz kurz. Mir fällt gerade was Witziges auf. Ihr könnt das Herz auch einfach so aufnehmen. Wow. Ein Hoch auf Blockbreaker. Woo. Ich habe nur leider das Upgrade da dann nicht wiederbekommen, denn das war garantiert ein Upgrade drin. Keine Ahnung, wo das geblieben ist. Und das war wahrscheinlich das Grass-Block-Cover, was das kaputt gemacht hat. Vielleicht hätte auch einfach Reloggen geholfen, aber hey, das funktioniert jetzt auch. So, jetzt haben wir unser Dragonheart. Aber leider ist die Folge zu Ende, weil ich so lange gebraucht habe, um einen vernünftigen Mobspawn und Mobsbolzen zu bekommen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, Mobsbolzen zu bekommen. Naja, okay. Das ist witzig. Dann können wir schon den Obsidian noch mitnehmen, weil wir es können. Warum nicht? Warum nicht den Obsidian auch mitnehmen? Oder das Obsidian? Das Obsidian oder den Obsidian? Ist es der oder das Obsidian? Ich weiß es gar nicht. So, außerdem können wir uns noch das Dragon Egg klauen, indem wir es erstmal ganz kurz ein bisschen teleportieren. Und einen Piston nehmen. So, das altbekannte Spielchen. Lever natürlich noch dazu. So, dann machen wir das hier mal kurz weg. Denn das, dann fällt das Drachenei runter. Denn das ist ja eines der wenigen Items im Spiel, das Gravitation verspürt. Und schwupps, haben wir unser Dragon Egg. Wunderbar. Das heißt, damit haben wir diese Folge geschafft. Tut mir leid, dass wir jetzt nicht noch schaffen, das Drachenherz zu benutzen, aber dann machen wir das in der nächsten Folge und machen uns dann aus dem drakonischen Zeug, was wir dann haben, extrem geiles anderes Zeug. Ja, sehr spezifisch, ich weiß, ich bin immer sehr spezifisch, ihr kennt mich doch. Und dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier. Ich mache vielleicht auf Camera, wenn ich noch ein paar Mobswords finde, noch ein, zwei von diesen Ritualen, damit wir das Dragonheart noch ein paar Mal mehr bekommen und mache nochmal einen schönen Screenshot davon mit dem vernünftigen Layout, weil es besser aussieht auf dem Screenshot. Und dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Wie gesagt, basteln wir uns ein bisschen Awakened Draconium. Und dann muss ich mal ganz dringend eine kurze Pause von Draconic Evolution machen, denn ich habe noch ein, zwei Sachen, die überhaupt nichts mit Draconic Evolution zu tun haben und die ich aber trotzdem nochmal kurz ändern will. Denn wir wollen ja schließlich ins End-End-Game einsteigen und dafür brauchen wir Creative Stuff. Und da müssen wir uns auch nochmal drum kümmern. Um das dann nämlich. Da bin ich schon sehr nah dran. Mir fehlen noch ein, zwei Sachen und die möchte ich dann in der wahrscheinlich übernächsten Folge machen, denn ich habe ja versprochen, dass wir eigentlich diese Folge das machen. Aber wir sind dabei so gut weit gekommen. Auf jeden Fall. Hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr benutzt gerne ganz einfach sonst Screen. Und ansonsten habe ich ja schon mehrmals erwähnt, was wir diese Folge machen, nächste Folge machen wollen. Und ich wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tschüss!